Die beschauliche Landschaft der Provinz Lam Dong im französischen Kolonialterritorium von Cochinchina, 1938. Cochinchina ist Teil des französischen Kolonialreiches im fernen Osten, genannt Indochina. Indochina besteht aus Laos und Kambodscha im Westen und den östlichen Territorien Tonkin, Annam und Cochinchina, dem alten Königreich Vietnam. Stark und unabhängig hatten diese Völker jahrhundertelang erfolgreich die Invasionen aus dem alten China zurückgeschlagen. Nun leben sie seit über 50 Jahren unter der Herrschaft Frankreichs. So beginnen diese nach außen hin stets so friedvoll scheinenden Menschen, verborgen in der zeitlosen Erhabenheit ihrer Landschaft, machtvolle Widerstandsbewegungen zu formen. Fast 40 Jahre verzweifelter Kämpfe und leidvoller Entbehrungen stehen ihnen bevor. Mit ihren eigenen Augenzeugenberichten und nie gezeigten Farbfilmaufnahmen wird hier ihre Geschichte erzählt. Die nordwestliche Grenze, das Tor zu Asien, 1937. Peshawar, der letzte Vorposten des britischen Empires in Indien. Als Teil ihrer Grand Tour bereisen die Abenteurer und Amateurfilmer Edouard de Rothschild und Peter Treherne die ausgedehnten uralten Landschaften Asiens. Vor mehr als 70 Jahren halten sie diese einzigartigen Bilder auf 16 mm Farbfilm fest. Sie sind noch nie zuvor gezeigt worden. In den 30er Jahren werden, mit Ausnahme Siams, dem heutigen Thailand, all die Millionen Völker Süd- und Südostasiens mit ihren zahllosen Kulturen und vielfältigen Traditionen von westlichen Nationen regiert. Thank you.
Die Briten herrschen über Indien, Burma, Malaysia und Singapur. Die Vereinigten Staaten über die Philippinen, die Niederlande über Ostindien und Frankreich über Indochina. Reich an natürlichen Ressourcen werden diese florierenden Landschaften rücksichtslos ausgebeutet, um die wohlhabenden Konsumenten in Europa und Nordamerika zu versorgen. Für die Einwohner gibt es, außer für einige wenige, allerdings kaum Entlohnung. Saigon am 11. November 1938, dem 20. Jahrestag des Waffenstillstands. Französische Kolonialtruppen marschieren zum Gedenken an die Gefallenen des Ersten Weltkriegs. Es sind erst zwei Jahrzehnte seit dem Ende des Krieges vergangen, der alle Kriege beenden sollte und der die Franzosen mehr als 4 Millionen Gefallene gekostet hat. Der Saigoner Journalist Nguyen Lac Hoa war unter den Zuschauern. Die Truppen waren sehr beeindruckend in ihren festlichen Uniformen. Ihre Waffen und Abzeichen glänzten im hellen Sonnenlicht. Es gab viel Jubel. Aber viele dieser Leute verdienten an der französischen Besatzung. Auf dem Land war das anders. In weniger als einem Jahr würde die Welt erneut in einen globalen Konflikt gestürzt werden. Uns wurde gesagt, in Europa werde es Krieg geben. Wir hofften, das würde bedeuten, dass die Franzosen uns endlich in Ruhe lassen würden. Saigon bietet die ganze Fülle des kolonialen Lebenswandels. Doch die französischen Machthaber bestrafen Ungehorsam mit unbarmherziger Härte. Nofin Long wuchs im Mekong-Delta auf. Er erinnert sich an seine Kindheit unter französischer Herrschaft. Die Franzosen machten routinemäßig Kontrollen und töteten viele Vietnamesen. Sie warfen die Toten in den Fluss. Jedes Mal, wenn ich hinunterging, um Wasser zu holen, sah ich treibende Leichen. Ich hasste die Franzosen. Mein Vater sagte, ich solle nicht die Franzosen hassen, sondern die französische Kolonialpolitik. Die abgeschiedenen Dörfer in den Bergen und Dschungelwäldern bieten der nationalistischen Sache fruchtbaren Boden. Longs Vater ist aktiv am Kampf beteiligt. Mein Vater war sehr idealistisch. Er gab den Bauern seines Dorfes im Norden einen Großteil seines Landes und zog als Schullehrer ins Mekong-Delta. Er wurde grausam von den Franzosen gefoltert. Sie schlugen auf seinen Schädel ein, sie brachen seine Rippen, stachen seine Lunge auf. Die Ärzte gaben ihm noch eine Woche zu leben. Aber er weigerte sich zu sterben. Auch unter Intellektuellen und politisch Aktiven in den Städten und Metropolen ist der Nationalismus weit verbreitet. Nguyen Lac Hoa. Viele von uns mochten die französische Lebensart. Und Teile von Saigon waren sehr schön, aber sie waren fremde Herrscher.
Manche von ihnen waren anständige Leute, aber viele behandelten uns wie Tiere. Fort Poublek, eine französische Festungsanlage im Krati-Distrikt im Südosten Kambodschas, 1938. Errichtet, um die lokale Bevölkerung in Schach zu halten. Einen Stamm, den die Franzosen Les Mois Sauvages nennen, die wilden Mois. Die westlichen Kolonialmächte stehen für die liberale Demokratie. Also wenden sich viele der nationalistischen Bewegungen auf der Suche nach ideologischer Unterstützung dem Kommunismus zu, vor allem dem Marxismus-Leninismus der Sowjetunion. Der Vorsitzende der indochinesischen Kommunistischen Partei ist ein 48-jähriger Exil-Vietnamese. Sein Name Ho Chi Minh. Der sowjetische Dokumentarfilmer Roman Karmen filmt ihn und seine Anhänger 1954. Ho Chi Minh in einer Ansprache anlässlich der Gründung der indochinesischen Kommunistischen Partei. Bald wird ein weiterer Weltkrieg ausbrechen. Wenn es dazu kommt, werden die französischen Imperialisten unser Volk in ein noch schrecklicheres Schlachten treiben. Doch ihre barbarische Unterdrückung und ihre rücksichtslose Ausbeutung haben unsere Landsleute aufgerüttelt. Überall erheben sich die Massen, um sich den französischen Imperialisten entgegenzustellen. Niederländisch-Ostindien am 31. August 1941. Holländische Soldaten und Matrosen entspannen sich in den Cafés von Batavia, der mondänen Hauptstadt Javas. Aber nichts ist, wie es scheint. Niederländische Truppen paradieren, als sei ihr Heimatland nicht gerade in die Hände der Deutschen gefallen. Die Nazis randalieren in Europa. Japan hat weite Teile Chinas besetzt. Und seine kaiserlichen Truppen sammeln sich für einen gewaltigen Angriff auf den Pazifik und Südostasien. Die Welt wird nie wieder dieselbe sein. Im Herbst 1941 befindet sich Frankreich unter der Kontrolle des Vichy-Regimes, das einen Pakt mit Japans Verbündetem geschlossen hat, Adolf Hitler. Nach einigem Hin und Her gestatten die französischen Machthaber in Indochina der japanischen Armee, die Kolonie ungehindert zu durchqueren. Nun haben die indochinesischen Völker zwei Herren, Vichy Frankreich und das kaiserliche Japan. Ho Chi Minh. Die Franzosen neigen ihr Haupt und knien schamlos nieder, ohne ein einziges Wort des Protests. Das Ergebnis ist, dass unsere Leute die doppelte Bürde tragen müssen. Nicht nur dienen sie als Büffel und Pferde den französischen Eindringlingen, sondern auch den Japanern. Welche Sünde hat unser Volk begangen, zu einem solch elenden Dasein verdammt zu sein? Als die Vichy-Regierung Indochina unter die Administration der wachsamen japanischen Armee stellt, schlagen Ho Chi Minh und eine kleine Gruppe Revolutionäre ihr Lager in einer abgelegenen Region im vietnamesischen Grenzland zu China auf. Einer von ihnen ist der 29-jährige Intellektuelle Vo Nien Zap. Als wir in Quai Lin waren, kam Onkel Ho und diskutierte mit uns über die Vorbereitung auf die Aufgabe, die vor uns lag, wenn wir zurückkehren würden in die Heimat. Er sagte, in der gegenwärtigen Situation wird die nationale Sicherheit immer wichtiger. Wir müssen eine breite nationale Front organisieren. Wir sollten sie die vietnamesische Unabhängigkeitsliga nennen. Aber das ist ein langer Name. Wir werden es zu Viet Minh abkürzen. Daran werden sich die Leute erinnern.
Während ihres Exils trifft Ho Chi Minh eine prophetische Entscheidung Saps Rolle betreffend. Onkel Ho bat um die Organisation einer nationalen Befreiungsarmee. Er drehte sich zu mir und sagte, das solltest du übernehmen. Kannst du das tun? Ich sagte, ja, das werde ich tun. Dann sagte er, wir sind noch immer schwach. Der Feind ist stark, aber wir dürfen uns nicht von ihm vernichten lassen. ...1942, nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor, sind die einzigen Teile Asiens und des Pazifiks, die sich nicht in der Gewalt der Japaner befinden, das britische Bollwerk Indien und die Territorien Chinas, die unter der Herrschaft der antikommunistischen Nationalisten Chiang Kai-sheks stehen. Die Kämpfe in China sind grausam. ...13. August 1942, Chongqing in Zentralchina. Ein Bombenangriff der japanischen Luftwaffe. Das siebentägige Bombardement vernichtet die Stadt. Burma wird zum entscheidenden Schlachtfeld im Kampf um den asiatischen Kontinent. Sollte es den Alliierten gelingen, die Versorgungslinien zwischen Indien und dem nationalistischen China wiederherzustellen, wären die Japaner gezwungen, Truppen und Ausrüstung von den Kämpfen im Pazifik abzuziehen. Britische und amerikanische Truppen setzen unkonventionelle Kriegstechniken hinter den Linien der Japaner ein. Sie nehmen Kontakt auf zu ortsansässigen Stämmen und organisieren ihren Kampf gegen die Japaner. Die Amerikaner entsenden außerdem Männer vom neu gegründeten OSS, Office of Strategic Services, dem Vorgänger der CIA, um lokale Widerstandsgruppen zu unterstützen, seien sie national oder kommunistisch. Im Austausch gegen Informationen versorgt eine OSS-Einheit, Codename Wild Team, Ho Chi Minhs Viet Minh mit Waffen und Kampfausbildung. Ho Chi Minh? Jetzt ist der Moment für unsere Befreiung gekommen. Die Japaner stecken in China fest. Handlungsunfähig gemacht von Briten und Amerikanern können sie nicht gegen uns vorgehen. Wenn sich unsere Leute vereinen, können wir die Armeen der Franzosen und Japaner zerschmettern. Landsleute, erhebt euch zum Kampf gegen die Franzosen und die Japaner. Ende 1944, als das japanische Kaiserreich unter dem unermesslichen Ansturm der alliierten Kräfte zu wanken beginnt, startet Sapp den landesweiten Aufstand in Vietnam. Bis Mitte 1945 ist er zum General aufgestiegen und befehligt 10.000 Mann. Doch die Japaner zu bekämpfen, hat seinen Preis. General Saab? Dann kam der Terror. Ganze Familien wurden inhaftiert, ihre Häuser niedergebrannt. Dörfer wurden dem Erdboden gleichgemacht. Diejenigen, die revolutionäre Schriften besaßen, wurden erschossen, enthauptet oder ihnen wurden beide Arme abgeschlagen und auf dem Marktplatz zur Schau gestellt. Tausende Piaster wurden auf den Kopf eines jeden Revolutionärs ausgesetzt. Wir wussten, der Kampf würde lang und bitter werden. Bereits 1941 hatte Onkel Ho uns gewarnt, der Kampf gegen die Japaner wäre erst der Anfang. Er wusste, dass die Briten und die Amerikaner
dieselben Motive hatten wie die Franzosen. Sie waren alle Imperialisten. Ein OSS-Trainingscamp in Burma am Ende des Krieges. Die Ereignisse in Asien überschlagen sich. Ho Chi Minhs Vorhersage erweist sich als richtig. Im März 1945 stürzt Japan die französische Administration und intronisiert mit Bao Dai, Kaiser von Annam, eine Marionettenregierung. August, Rangoon, Burma. Generalleutnant Takata Numata trifft von Saigon aus ein, um sich mit der südjapanischen Armee von Alliierten zu ergeben, getreu dem Befehl Kaiser Hirohitos, Japan müsse das Unerträgliche ertragen und die Niederlage akzeptieren. Ho Chi Minh? Dies ist ein großer Fortschritt in dem Kampf, den unsere Leute nun seit fast einem Jahrhundert führen. Das Nationale Befreiungskomitee ist nun unsere provisorische Regierung. Versammelt euch um sie und sorgt dafür, dass ihre Politik und ihre Befehle im ganzen Land umgesetzt werden. Während die Viet Minh sich anschicken, die Kontrolle über das Land zu übernehmen, marschieren Truppen der Alliierten ein. Chinesische Nationalisten im Norden und britische im Süden. Saigon am 6. September. Alliierte Kriegsgefangene und internierte Franzosen werden von den Briten befreit. General Gracie, Kommandant der britischen Streitkräfte, gestattet den Japanern, ihre Waffen wieder an sich zu nehmen, um die Ordnung zu sichern. Mit der revolutionären Regierung an der Macht beginnen in vielen Teilen des Landes die Vergeltungsmaßnahmen gegen diejenigen, die im Verdacht stehen, mit den Franzosen und den Japanern kollaboriert zu haben. Nien Xuan Phong, später ein ranghoher Diplomat, beschreibt, was mit seiner Familie geschah. Sie warfen natürlich alle Landbesitzer ins Gefängnis. Jeden, der unter der französischen Herrschaft irgendeine Funktion innegehabt hatte. Mein Großvater kam in Haft, weil er der Häuptling seines Dorfes war. Glücklicherweise war mein Onkel mit dem Viet Minh-Führer zur Schule gegangen und traf sich mit ihm. Er sagte: "Warum hast du meinen Vater ins Gefängnis gebracht? Er ist harmlos, er hat nichts Grausames getan." Und so wurde er nach ein paar Tagen wieder freigelassen. Phongs Vater gehört zu den Glücklicheren. Viele werden getötet. Der Viet Minh ist gnadenlos mit denen, die er als Kollaborateure bezeichnet. Zum ersten Mal kämpfen Vietnamesen gegen Vietnamesen. Die Unabhängigkeit droht sich aufzulösen. Innerhalb weniger Monate kehren die französischen Streitkräfte, unterstützt von Briten und Amerikanern, zurück und reißen die Kontrolle über den Süden an sich, während die Viet Minh entwaffnet werden. Im Norden sind Ho Chi Minhs Verbände nicht in der Lage, der Gesetzlosigkeit der chinesischen Nationalisten Einhalt zu gebieten. Ihm bleibt nichts übrig, als die Franzosen zu bitten, zurückzukehren und die Ordnung wiederherzustellen. Und wieder herrscht Paris über Indochina.
Die Vereinigten Staaten sympathisieren zwar mit der Sache des vietnamesischen Nationalismus, aber die Spaltung der Nachkriegsära zwischen den westlichen Demokratien und dem sowjetischen Kommunismus verurteilt Ho Chi Minhs revolutionäre Regierung zum Scheitern. Der Viet Minh verschmilzt mit der Landschaft. Die Situation verschlimmert sich rasant und wird bald als erster Indochina-Krieg bekannt werden. General Saab? Auf der einen Seite eine Berufsarmee einer alten imperialistischen Macht, ausgerüstet mit den modernsten Waffen, Flugzeugen, Kriegsschiffen, Artillerie, Maschinengewehren. Auf unserer Seite haben wir nur einfache Menschen, bewaffnet mit simplen Waffen, entschlossen, ihr Land bis zum bitteren Ende zu verteidigen. Oberflächlich fängt das koloniale Leben der französischen Bewohner an, wieder dem Vorkriegsüberfluss zu ähneln. Aber in den Köpfen vieler junger Vietnamesen beginnt sich ein neues Bewusstsein breit zu machen. Nien Xuan Phong lebt in Saigon. Wir wollten die französische Herrschaft abschütteln. Wir genossen die Lebensart, die sie vertraten, aber wir wollten sie nicht im Rücken haben. In den späten 40ern gab es Agitation in den vietnamesischen Schulen. Die Schüler brachten Fotografien von Ho Chi Minh in Umlauf, Seite an Seite mit Lenin und Marx. Ich war einer von ihnen und ich wurde erwischt. Mein Vater wurde angerufen und ich wurde der Schule verwiesen. Er holte mich nach Hause und verprügelte mich. Warum tust du sowas? Tu sowas nie wieder! Irgendwie schaffte er es, mich wieder in die Schule zu bekommen. Aber meine Onkel gingen nach Norden und schlossen sich dem Viet Minh an. Sie blieben dort, hielten aber Kontakt zur Familie. Sie waren dort oben und wir blieben unten im Süden. So hatte jeder seine eigene Art zu leben, denke ich. Die meisten von uns haben wohl keine bewusste Entscheidung getroffen. Man war einfach in einer bestimmten Situation gefangen und machte das Beste daraus. Obwohl Saabs Taktik die Kontrolle der französischen Truppen über die ländlichen Regionen immer weiter untergräbt, sind ihre Waffen noch immer schreckenerregend. Ngo Van Thieu, Viet Minh-Offizier in der Schlacht von Vinh Yen am 17. Januar 1951. Unsere Division hat schon den ganzen Morgen über angegriffen. Wir formieren uns zu 10 Elite-Bataillonen, die Vinh Yen noch vor dem nächsten Morgen eingenommen haben sollen. Dann höre ich ein Geräusch am Himmel. Seltsame Vögel tauchen auf, werden größer und größer. Flugzeuge. Ich befehle meinen Männern, vor dem Maschinengewehrfeuer und den Bomben in Deckung zu gehen. Doch die Maschinen tauchen ab, ohne zu feuern. Dann öffnet sich die Hölle vor meinen Augen. Große, eiförmige Kanister fallen aus den Flugzeugen und riesige Stichflammen, die sich hunderte Meter ausbreiten, verbreiten Schrecken unter meinen Soldaten. Das ist Napalm. Das Feuer, das vom Himmel fällt.
1951 kämpfen 100.000 Vietnamesen an der Seite der Franzosen gegen den Viet Minh. Saigon im Frühling. Nhien Lac Hoa wird Zeuge einer Militärparade der vietnamesischen nationalistischen Armee. Willkommen geheißen wird Jean Latourneau, der neue französische Hochkommissar Indochinas. Es gibt viele Vietnamesen, die bereit sind, für die Franzosen zu kämpfen. Sie glauben, es ist in ihrem eigenen Interesse. Sie haben alle die neueste amerikanische Ausrüstung und sehen sehr beeindruckend aus. Aber ob sie in einer richtigen Schlacht gegen Vietnamesen kämpfen würden, weiß ich einfach nicht. Die vietnamesische Armee ist Teil der Union der französischen Streitkräfte, zu der die Legionäre gehören, Fallschirmjäger, 40.000 afrikanische und nordafrikanische Soldaten sowie fast 20.000 französische Offiziere. März 1953, Saigon. Der Marschall von Frankreich, Alphonse Juin, und der Kommandant der französischen Streitkräfte in Indochina, Raoul Salon, begrüßen den US-General Mark Clark, den obersten Befehlshaber der Truppen der Vereinten Nationen im Fernen Osten. Ebenfalls anwesend ist der Stabschef Nguyen Van Hinh. General Saab. Die Franzosen tun sich jetzt mit den Amerikanern zusammen und benutzen deren Geld und Ausrüstung, um Nationalarmeen aufzustellen. Und so fängt Frankreich an, Indochina den USA zu übergeben. Die USA stellen 80% der französischen Kriegsausgaben. Die Ausrüstung der Viet Minh kommt direkt aus der Sowjetunion und von Mao Zedongs neuem kommunistischen Regime in China. Der Indochina-Krieg ist nicht länger ein unbedeutender Kleinkrieg zwischen einer europäischen Macht und ihren aufsässigen kolonialen Untergebenen. Er wird zu einem globalen Schlachtfeld. Im Mai 1953 ersetzen die Franzosen General Salon durch Henri Eugène Navarre. Er trifft sofort eine folgenschwere Entscheidung: den Ausbau einer größeren Verteidigungsposition im Nordwesten Vietnams, an der Grenze zu Laos. Er wählt eine kleine Siedlung entlang der strategischen Routen zwischen China, Laos und Vietnam aus, bewohnt von Stammesleuten der Thai, die den Franzosen gegenüber loyal sind. Die Siedlung heißt Dien Bien Phu. Navarre ordnet an, große Truppenteile von den Luftwaffenstützpunkten Salam in Hanoi und Cat Bi in Haiphong einzufliegen. Der Viet Minh-Offizier Ngo Phan Chu sieht die Franzosen landen. Wir wussten, das waren die Besten, die sie hatten. Fallschirmjäger, Legionäre. Der Kampf würde hart werden. Mir wurde klar, dass Dien Bien Phu uns retten oder vernichten würde. Von den USA ausgerüstete B-26-Bomber werfen Napalm auf feindliche Stellungen ab. Die französische Garnison ist der 50.000-köpfigen Streitmacht des Viet Minh, die sie vollständig umzingelt, 1:4 unterlegen. General Saab, Ende November 1953. Unsere Kundschafter in Dien Bien Phu schicken uns täglich Berichte. Der Feind bringt per Fallschirm Soldaten, Waffen und riesige Mengen Stacheldraht.
Sie reparieren das alte japanische Flugfeld. Die französischen Generale haben verkündet, dies ist kein Überfallkommando. Wir haben diesen Ort eingenommen und wir beabsichtigen, zu bleiben. So sei es. Der sowjetische Filmemacher Roman Karman hat freien Zugang zu Saabs Armee, um ihm zu helfen, die Geschichte dieser Schlacht zu erzählen. Die Franzosen haben einen verhängnisvollen Fehler begangen. Anzunehmen, Dien Bien Phu sei vor dem Beschuss durch Panzer und schwere Artillerie geschützt. General Saab? Ich befahl unserer 351. Ingenieursartilleriedivision, Tag und Nacht daran zu arbeiten, den 82 Kilometer langen Pfad nach Dien Bien Phu für unsere motorisierten Fahrzeuge zu erweitern. Dann bauten sie eine 15 Kilometer lange Straße durch das Gebirge, sodass wir unsere Artillerie per Hand an die Front ziehen konnten. Die Franzosen ernennen Colonel Christian de Castries zum Kommandanten von Dien Bien Phu. Die Schlacht, an die sich Veteranen als 55 Tage Hölle erinnern, wird bald beginnen. Es wird weder Pardon gewährt, noch darum gebeten werden. Gao Xuan Nia, ein Viet Minh-Offizier. Wir brauchten 45 Tage. Wir marschierten bei Nacht und ruhten tagsüber. Manchmal schliefen wir einfach entlang der Straße und gruben uns unsere eigenen Erdlöcher gegen den Beschuss des Feindes von oben. Viet Minh-Captain Chan Van No. Die Franzosen waren physisch größer als wir und hatten viele Waffen. Aber wir besaßen etwas, das wir gegen sie verwenden konnten. Unseren Mut. Wir waren entschlossen, bis zum Ende zu kämpfen, weil sie hergekommen waren, um unser Land zu stehlen. 13. März 1954. Der Sturm auf die französische Festung Dien Bien Phu beginnt. General Saab? Die Franzosen bekamen die Bedrohung ihres Flugfeldes nicht in den Griff. Ihr Igelung ihre wichtigste Grundlage verloren, die Herrschaft über den Luftraum. Sie konnten ihre Einheiten nur mit Fallschirmabwürfen aus der Luft unterstützen und sie konnten die Verwundeten nicht herausbringen. Ihr Camp hatte nur 40 Betten in seiner medizinischen Versorgungseinheit und sie hatten bereits hunderte Verwundete. Das war der Albtraum des französischen Kommandostabs. Inmitten grausamster Szenen, die an die Grabenkämpfe und Infanteriemassenangriffe des Ersten Weltkrieges gemahnen, steigt die Zahl der Todesopfer rasch an. Es kommt auf beiden Seiten zu zahlreichen Heldentaten. Und die Schlacht von Dien Bien Phu wird Teil der militärischen Folklore. Sie wird außerdem zu einem glorreichen Sieg für die Viet Minh und einer beschämenden Niederlage für die Franzosen.
Der französische Widerstand endet am 7. Mai. Saab ordnet einen Großangriff der Infanterie an. De Castries funkt an Colonel Cogny im Hauptquartier in Hanoi. Die Viets sind überall. Die Situation ist außerordentlich ernst. Ich denke, das Ende ist nahe. General Saab? Heute Nacht werden wir das Auge des Igels angreifen und ihn erledigen. Spät an diesem Nachmittag hört General Saab von seiner 312. Division die schicksalhafte Nachricht. Alle feindlichen Soldaten der Kommandostellungen haben sich ergeben. Wir haben De Castries gefangen genommen. Auf einmal schrien, klatschten und umarmten sich alle im Hauptquartier. Sie hüpften vor Freude wie die Kinder. Manche weinten, manche standen da mit offenen Mündern, andere bekamen ganz bleiche Gesichter vor Schock. Der französische Kommandant De Castries, der noch während der Schlacht zum Brigadegeneral ernannt worden ist, wird Kriegsgefangener. Er wird nach 4 Monaten entlassen werden als einer der Glücklicheren. 1500 Mann sind unter seinem Kommando gefallen, weitere Tausende verwundet. Das Rote Kreuz evakuiert einige hundert Glückliche der 10.000 Kriegsgefangenen des Viet Minh. Die meisten jedoch werden in Gewaltmärschen zu Kriegsgefangenenlagern gebracht, die hunderte Kilometer entfernt sind. Weniger als 4.000 werden überleben und nach Frankreich zurückkehren. Die Verluste der Viet Minh belaufen sich auf 15.000 Verwundete und 8.000 Tote. Ngoc An Vu, Bedienstete der französischen Administration. Zuerst konnten wir es kaum glauben. Die Europäer, so groß und stark mit all ihren Panzern und Flugzeugen, geschlagen von uns einfachen kleinen Vietnamesen, Bauern, Lehrern, Fabrikarbeitern. Wir waren so stolz. Die rote Fahne der Revolution kündet stolz vom Sieg des Viet Minh und verschärft die Angst der Europäer vor dem Vormarsch des Kommunismus, vor allem nach dem Ende des Koreakriegs. General Saab. Der Erfolg der Revolution in China hatte ein Machtgleichgewicht geschaffen zwischen Ost und West. Der Krieg auf der koreanischen Halbinsel war der Beweis dieser neuen globalen Situation. Bis jetzt war unser Krieg ein Kampf zwischen den Völkern Indochinas und Frankreich gewesen. Die Vereinigten Staaten waren entschlossen, Frankreich in Indochina zu ersetzen. Aber die Situation erlaubte es ihnen nicht, einfach einzumarschieren. Es hätte sich ein zweiter Koreakrieg entwickeln können, indem es keinerlei Garantie für einen Sieg der Amerikaner gab und es nicht einfach für sie werden würde, Verbündete auf ihre Seite zu ziehen, die bereits erschöpft waren vom Koreakrieg.
Auf der Friedenskonferenz in Genf wird ein Kompromiss geschlossen und am 21. Juli 1954 unterzeichnet. Ein Waffenstillstand tritt sofort in Kraft. Eine temporäre Aufteilung der französischen und vietnamesischen Streitkräfte entlang des 17. Breitengrades wird geschaffen. Innerhalb von 2 Jahren sollen Wahlen stattfinden, die Vietnam einen sollen. Die Unabhängigkeit von Laos und Kambodscha wird bestätigt. Nach jahrzehntelanger Kolonialherrschaft verlassen die Franzosen Indochina. Beide Konfliktparteien in Vietnam sind enttäuscht. Doch politischer Pragmatismus setzt sich durch. General Sapp? Wir brauchten eine Zeit des Friedens. Wir brauchten ein Land mit einer Hauptstadt, einem Hafen und einem Flugplatz, um die Früchte unserer Revolution zu sichern und unsere Streitkräfte darauf vorzubereiten, für die vollständige Unabhängigkeit und Einheit in der Zukunft zu kämpfen. Die Vereinigten Staaten unterstützen die Ernennung Ngo Dinh Diems zum Regierungschef des neuen Südvietnam. Diem übernimmt die Kontrolle über die französische Kolonialarmee, der Armee der Republik Vietnam, ARVN. Am 22. Juli spricht Ho Chi Minh zur Demokratischen Republik Vietnam, dem neuen Staat nördlich des 17. Breitengrades. Wir haben viele glorreiche Siege errungen. Wir haben diesen großen Sieg errungen. Die französische Regierung hat unsere Nation anerkannt und ihre Truppen werden das Land verlassen. Von nun an müssen wir alle unsere Kräfte auf den Kampf für die Einheit unseres gesamten Landes und seine vollständige Unabhängigkeit verwenden. Ho Chi Minhs revolutionäre Regierung führt drakonische, stalinistische Wirtschaftsreformen durch und setzt das kommunistische Prinzip rücksichtslos um. Die Menschen werden für gigantische Wiederaufbaumaßnahmen rekrutiert. Der Saigoner Journalist Nguyen Lacroix. Hunderttausende Menschen kamen nach Süden, vor allem diejenigen, die Land, Geld oder einen gewissen Status besaßen. Der Großteil der katholischen Bevölkerung ging ebenfalls fort. Onkel Ho war zweifellos ein Nationalheld. Aber seine revolutionäre Regierung war vollkommen skrupellos. Jeder, der opponierte, wurde umgehend umerzogen, was üblicherweise hieß, er wurde eliminiert. Offizielle Bekanntmachung der Regierung der Demokratischen Republik Vietnam, Hanoi im Dezember 1955. Während der letzten 100 Tage haben Hunderte von Personen aller Klassen an der Befragung von Landbesitzern in den die Hauptstadt umgebenden Dörfern teilgenommen. Auch der Süden leidet unter weit verbreiteten sozialen Unruhen und Gewaltausbrüchen. Journalist Nguyen Lac Hoa. Wir hatten unsere eigenen Probleme im Süden. Gewalt durch konkurrierende Religionsgruppen und organisiertes Verbrechen. Aber Diem merzte sie aus. Er entledigte sich des Kaisers Bao Dai, machte sich selbst zum Staatsoberhaupt und etablierte mit Hilfe der Amerikaner sein Regime im Süden. Schon bald wird klar, dass die vereinbarten Wahlen im Sinne der Genfer Verträge nicht stattfinden werden und dass die Teilung Vietnams am 17. Breitengrad ein Dauerzustand werden wird.
Eine Bastion des Kommunismus, verbündet mit der Sowjetunion und China, starrt vom Norden her über die Grenzlinie. Aus dem Süden stiert ein Bollwerk des Westens, versorgt von den USA, zurück. Es wird 20 Jahre Leid und Tod kosten, ehe die Auseinandersetzungen, in die die Menschen in Vietnam nun gerissen werden, zu Ende gehen.